Tiger, Eisbär, Schimpanse und Panda. Niedlich betteln sie uns an. Bedrohte Arten bitten um Spendengelder. Aber seltene Tiere gibt es nicht nur in fernen Ländern. Sie sind nicht immer groß und flauschig, deswegen jedoch nicht weniger imposant. Fast vor unserer Haustür lebt der Hirschkäfer. Mit seinem auffälligen Geweih ist er unverkennbar und auch seine Größe von bis zu 9 cm trägt zu seinem erstaunlichen Aussehen bei. Viele haben schon von ihm gehört, aber nur wenige haben ihn je gesehen, denn bereits seit vielen Jahren wird er immer seltener. Den größten Teil seines Lebens verbringt der Hirschkäfer als Larve im Erdboden. Sein Leben als Käfer dauert nur wenige Wochen und dient alleine der Fortpflanzung. Das wohl auffälligste Merkmal des Hirschkäfers sind die langen, rotbraunen, bezähnten Oberkiefer der Männchen, deren Ähnlichkeit zu einem Geweih sie ihren Namen zu verdanken haben. Allerdings gibt es innerhalb der Männchen enorme Größenunterschiede. Die Größe der Käfer hängt nämlich von der Futterqualität und der Dauer ihrer Entwicklung als Larve ab. Was viele nicht wissen, Käfer können nach ihrem Schlupf aus der Puppe nicht mehr wachsen. Somit ist ein kleines Männchen kein Jungtier, sondern es hatte einfach nur weniger gutes Futter als seine größeren Artgenossen. Die Weibchen des Hirschkäfers hingegen bleiben fast immer kleiner als die Männchen und ihnen fehlen die vergrößerten Oberkiefer. Diesen beträchtlichen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen nennt man Sexualdimorphismus. Da die großen Geweihe sich nicht zur Nahrungsaufnahme eignen, sind die Tiere auf flüssige Nahrung angewiesen. Die Weibchen können mit ihren kurzen, scharfen Kiefern Baumrinde anritzen, sodass ein zuckerhaltiger Saft hervortritt, von dem sich die Käfer ernähren. Aber auch an heruntergefallenem Obst lecken sie mit ihrer spreizbaren, pinselartigen Zunge, um an Energie und Flüssigkeit zu gelangen. Das für uns sichtbare Leben des Hirschkäfers beginnt im Frühsommer, zwischen Ende Mai und Mitte Juni und dauert für gewöhnlich nur wenige Wochen. Wenn die Bodentemperaturen ausreichend hoch sind, schlüpfen zuerst die Männchen aus ihren ca. 50 cm tiefen Erdboden angelegten Puppenwiegen, in denen sie den ganzen Herbst und Winter des vorangegangenen Jahres auf den Sommer gewartet haben. Einige Tage später folgen ihnen dann auch die Weibchen. In der späten Abenddämmerung trauen sich die Käfer aus ihren Verstecken in der Erde oder unter Totholz und krabbeln an den Bäumen empor, wo die Weibchen bereits warten und die Männchen mit Pheromonen, also Sexuallockstoffen, anlocken. Die Männchen riechen die von den Weibchen ausgesendeten Lockstoffe aus großer Entfernung und machen sich auf die Suche. Dabei greifen sie auf eine Methode zurück, die man bei Käfern dieser Größe für eher unwahrscheinlich hält. Trotz ihres eher wenig aerodynamisch anmutenden Körperbaus heben sie unter lautem Brummen in die Lüfte ab. Beim Weibchen angekommen sind sie wahrscheinlich nicht die einzigen. Manchmal schwärmen Dutzende Männchen um ein einzelnes Weibchen herum. Jetzt beginnt die wohl spannendste Phase im Leben des Hirschkäfers. Jedes der Männchen will sich fortpflanzen und in einer solchen Konkurrenz bedeutet das Kampf. Die Männchen attackieren sich mit ihren gewaltigen Kiefern und es entfacht ein unerbittlicher Ringkampf. Es geht darum, den Konkurrenten vom Baum zu werfen oder so stark zu verletzen, dass dieser von selbst das Weite sucht. Das siegreiche Männchen hat nun das Recht zur Paarung. Diese kann mehrere Stunden dauern und in dieser Zeit sind die Käfer den Angriffen von Räubern schutzlos ausgesetzt. War die Paarung erfolgreich, sucht das Weibchen einen geeigneten Platz für die Eiablage. Dies sind meist morsche alte Baumstümpfe von Eichen. Sie graben sich in die Erde ein und legen bis zu 50 Eier an die faulen Wurzeln.
Nach einigen Wochen schlüpfen aus den Eiern kleine engerlingartige Larven, die sofort nach dem Verlassen ihrer Eischale beginnen, das morsche Holz unter der Erde zu fressen. Holz ist nicht sehr nahrhaft, deswegen benötigen die Larven 2 bis 4 Jahre für ihre Entwicklung. Im letzten Stadium sind sie dann bis zu 12 cm lang und 30 Gramm schwer, wenn sie sich im Spätsommer im Erdboden eine faustgroße Kammer anlegen, um sich zu verpuppen. Diese Puppenphase dauert 6 bis 8 Wochen, bis die Käfer schlüpfen. Direkt nach dem Schlupf sind die Käfer sehr empfindlich, da ihr Panzer eine gewisse Zeit benötigt, um auszuhärten. Nun harren die Tiere bis zum nächsten Sommer im Kokon unter der Erde aus, um den Zyklus erneut zu beginnen. Im Sommer hat der Hirschkäfer zahlreiche Feinde. Viele Vögel, besonders Elstern und Krähen, haben es im Sommer auf die Käfer abgesehen. Mit einer besonderen Methode gelangen sie an die proteinreiche Mahlzeit. Die wehrhaften Köpfe und die harte Panzerung der Käfer werden mit gezielten Schnabelhieben abgetrennt und nur der weiche und nahrhafte Hinterleib wird gefressen. Die abgetrennten Köpfe können sich teilweise noch stundenlang weiter bewegen und auch dann noch zubeißen. Aber wie so oft ist der Mensch der größte Feind dieser Art. Unsere Wälder werden zunehmend bewirtschaftet und deshalb aufgeräumt. Geeignete Brutstätten mit morschem Holz verschwinden und mit ihnen verschwindet der Hirschkäfer. Der Hirschkäfer lebt jedoch nicht nur in alten Eichenwäldern. Er kann auch in städtischen Regionen mit Parks und Gärten seinen Lebensraum finden. Er passt sich an veränderte Bedingungen an und auch andere Laubhölzer, wie zum Beispiel Buche, Kastanie oder Kirsche, können seine Brutstätten sein. Wer zum Schutz des Hirschkäfers beitragen möchte und einen Garten hat, der kann dort Brutstätten, sogenannte Hirschkäfermeiler, errichten. Man hebt eine Grube von etwa 1/2 Meter Tiefe aus und füllt diese mit großen Laubholzstücken, die dann mit Erde bedeckt werden. Nach ein paar Jahren ist dieses Holz so weit verrottet, dass die Hirschkäferweibchen eine von Menschenhand geschaffene Brutstätte zur Eiablage nutzen können. So hilft ein bisschen Eigeninitiative dieser bedrohten einheimischen Tierart, abseits von Spenden. Und mit etwas Ausdauer, Glück und geübtem Auge kann man sich dann auch an Tieren erfreuen, die einem nicht nur vom Plakat aus anschauen.